Oh, das Stroh sieht jetzt auch ganz anders aus. Das Stroh ist auch überarbeitet. Cool. Also DecoCraft ruht sich nicht drauf aus, auf den Sachen, sondern die werden auch immer noch weitergemacht. So. Ja, Shadowbug. Shadowbug, Shadowbug. Achso, ich muss ja nach unten. Ich muss ja jetzt wieder nach unten. Hier wäre der Drogenkeller. Und ich würde quasi hier komplett ausbauen dann. So. Haben wir den Tunnel eigentlich schon auf unserer To-Do-Liste? Weiß ich gerade gar nicht. Boah. Ich hoffe nur, das Ruckeln und Zuckeln vom Haus ist da drüben Geschichte. Das wäre sonst nicht so geil. So, okay. Das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Unser Drogenlabor brauchen wir ja eh nicht wirklich so oft. Vielleicht machen wir uns noch irgendwo eins. So eine kleine Drogenküche, aber die reicht, glaube ich, kleiner. So. Flup, flup, flup. Flup, flup. Flup, flup. Flup, flup. So, ich mache das so ein bisschen, dass es hier so ein bisschen größer wird, ne? Und da wir sowieso schon diesen einen Weg hier rüber haben, wird der andere Weg auch nicht mehr ins Gewicht fallen. Wir müssen den Tunnel dann nur ein bisschen zubauen. Und hin. Und hier natürlich auch dann dementsprechend so, glaube ich. Oder? Mach ich mal so. Wir werden noch mehr davon brauchen. Klar. Oh nein, da ist Wasser. Oh nein, da ist Wasser. Oh nein, da ist Wasser. Ich glaube, das sind die Felder. Aber das müsste trotzdem gehen. Man sieht es in den Feldern ja, glaube ich, nicht, wenn da drunter so Kobbel ist, oder? Also ja, dieser Kobbel, meine ich. Ich glaube, wir befinden uns dann schon unter den Feldern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. So. Da tropft's. Und das müsste theoretisch... Okay, hier ist noch nix. Sehr gut. Hier können wir easy bauen. So, lalalala. Kriegen wir schon hin und wir können hier theoretisch noch an den Seiten so ein bisschen Balken machen oder sonst irgendwas, damit es ein bisschen besser aussieht, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Momentan ist das alles nur sehr low gemacht. Gleich kommt hier irgendwo Wasser raus, oder? Nicht? Da. War klar. So, also. Nein. Ach, warte, da kann ich jetzt schon den machen. Wasser geht hier auch sehr schnell offenbar. Aber ich glaube, das liegt am Shader in dem Fall. So. Gut, da haben wir jetzt schon zwei kleine Dinger hingemacht. Müssen wir mal gucken, dass wir den... Ich brauche mal eben Kobbel. Oh, Alter, dass der Regen alles so neblig macht, auch im Haus, finde ich irgendwie irritierend, muss ich sagen. Finde ich irgendwie irrigierend. So, wir haben jetzt hier, das sind diese unteren, ne? Wie viel haben wir jetzt davon? 64er Stock. Ein 64er Stack haben wir nochmal. Die werden aber erstmal reichen, denn danach brauchen wir diese komischen schwarzen Blöcke. Nein, es war auf der grünen Etage. Verstehst du? Die braune Etage. Okay, ich dachte gerade auf der grünen. Wegen 420, Junge. So, hier oben, da ist Carpenter-Block. Da würde ich aber theoretisch dann aber Slabs hinmachen, wenn das geht. So. Okay, sieht jetzt erstmal nicht so schön aus. Aber das sehe ich auch nicht. Insofern fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Dann mache ich nochmal ein bisschen, zack, das Holz mache ich nochmal ein bisschen weg. Und dann haben wir jetzt hier einen größeren Durchgang. Und wir können dann hier einfach, statt dem Drogenlabor, machen wir hier einfach die Schmiede rein. Weil Drogenlabor, scheiß auch drauf. So, Freunde, it wird. Ich muss nur gucken, dass uns nicht gleich das Wasser da oben wieder drauf klatscht.
Die Frage ist, mache ich das hier schon oder mache ich das erst... Ich mache das mit der Treppe nicht so, wie es hier ist. Das gefiel mir noch nie. Ehrlich gesagt. Bin ich ganz ehrlich, gefiel mir noch nie. Da werden einige bestimmt ausflippen. Was? Und das ist so gelassen? Dafür sind wir dir gut genug. Und meine Antwort ist, ja. Das ist so. Okay, hier würde ich dann quasi eine schwarze Wand machen. Und wir kommen dann quasi in eine schwarze Wand rein. Verstehst du? In eine schwarze Wand. Okay, hier. Schnupf. Jetzt muss ich nur gucken, dass hier... Ah ne, wir sind jetzt einmal wieder safe vor Wasserläufen. Ich habe das ja alle vier Felder gemacht. Müsste also alles safe sein. So. Zack, zack, zack. Und das hier wäre dann... Okay, das können wir eigentlich so lassen. Nur statt Humus immer da vielleicht was anderes. Kompostbin. Oh ja, das müssen wir auch noch leeren. Ein paar haben wir schon geleert. Im ZDF, glaube ich, letztes Mal. Und wer hat sich die mitgenommen? Hä? Wieso liegen die abgeerntet? Hä? 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 Warum sind die abgeerntet? Oh oh. Mir deucht fürchterliches. Weil hier keine Fackeln mehr sind. Es ist zu dunkel. Nee, Wasser ist nicht schuld, weil hier brauchen wir kein Wasser. Es ist Tilt Garden Soil, das braucht kein Wasser. Wir haben hier keine Fackeln mehr, deswegen. Wir haben keine Fackeln mehr, deswegen ist es zu dunkel. Und in diesem Radius hier quasi, wupp, sind die abgegangen, weil es zu dunkel ist. Das ist der Grund. Wasser brauchen wir nicht. Ach, der Wasserfall. Ja, der Wasserfall war es. Natürlich war es der Wasserfall von vorhin. Als Wasser hier runtergeströmt ist, natürlich ist es nicht zu dunkel. Wer sowas erzählt, der nimmt auch Drogen. So, auf jeden Fall, es war natürlich der Wasserfall, der hier runtergeplömmt ist. Natürlich war es das. Ja, natürlich. Es war das Wasser von gerade. Das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Wieso hörst du mir nicht zu? Was ist mit dir los? Wir wollten sowieso ernten. Wir wollten auch sowieso ernten, deswegen habe ich gedacht, ich mache mal das Wasser da oben runter, dann können wir hier schon mal anfangen. Das war mein Plan von vornherein. Und deswegen nehmen wir jetzt den Wassereimer, weil ich so schlau bin. So schlau bin ich. Und deswegen nehme ich jetzt den Wassereimer und mache dann hier nochmal... Ich weiß, da ist man mega beeindruckt. Von meiner Schleue. Das geht ja gut. Okay, Wasser auf Carbonastairs geht nicht so gut. Können wir eigentlich... Ne, das geht nicht. Ciao, Drogenlabor. Hallo? 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 Da. Das sieht man jetzt gar nicht mehr bei dem Wasser. So, schwapp, 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 schubbelibu, schwupp. Ich mach mal ganz kurz, ich mach mal hier nochmal drauf. Oh, prima, das läuft gleich nach hinten ab. Ja, das ist natürlich die realistische Physik von Minecraft. Hallo? Hallo? Das Gefühl, das geht auch nicht schneller. So. Vor allen Dingen ist es sehr laggy mit Wasser. Was ist da los? Ich glaube, das liegt am Shader. Am Shader-Upgrade. Ich mag die Reflexion, aber ich brauche das neue Setup. Ich brauche das neue Setup. Oh nein, sag mir nicht, ich habe die Taschen voll. Ich habe die Taschen voll mit Drogen. Wenn das die Mutter, wenn das die Mutter wüsste. Die Mutter. Wenn das die Mutter wüsste. Die gehen da noch rein. Das ist gut. Geh mal kurz ein bisschen sammeln. Sag mal, jetzt habe ich schon wieder diese komische Mod, die immer noch nicht gefixt ist. Zack. So, habe ich jetzt wieder was in der Hand? Nein. So, parsnip.de. Du kommst da rein. Ich habe wieder was in der Hand, ne? Was Unsichtbares? Ne, doch nicht. Diesmal nicht. Dafür haben wir jetzt Seeds. Die brauchen wir ja unbedingt. Kaktusfrüchte. Ehrlich gesagt, die müssen wir alle noch weghauen hier. Die können wir da alle nicht so lassen. Und schon wieder Seeds. So. Ja, ich glaube, mit der Forge wird das hier auch nicht viel schneller werden. Ich lasse mich überraschen. Das wird bestimmt ein großes Geschenk. Okay, pass auf. Kaktusfrüchte erstmal wieder alles aus der Hand legen. Hier tropft es noch alles runter. Das wird gleich alles ein Ende haben, wenn wir hier fertig sind. Denn da oben sind ja unsere Felder. Die will ich auf keinen Fall aufgeben. Wir bauen hier unten so ein bisschen Mordor. Boah, eine schwarze Schmiede in Mordor. Wäre aber auch geil eigentlich. Können wir bestimmt ein paar Ringe schmieden.
die kleine, haarige Leute dann später irgendwo in brennende Berge werfen müssten. So. Und nochmal. Achso. So. Und damit haben wir das Feld. Und ein paar Fackeln sind auch wieder drin. Und wir sind wieder voll. Ich muss da echt mal... Ach du Heiliger, ach du Heiliger. Schwabbelwabbel. Ich muss oben Platz schaffen. Fug, weißt du was? Komm. Das wursten wir jetzt einfach hier ein. Wir haben einfach zu viele Drogen. Was soll's. Das ist bares Geld, was ich da gerade raushaue. Aber als YouTuber ist mir das egal. Das mit dem Drogenverkauf, als mache ich nur nebenbei. So. Gut, das müssen wir alles noch wegreißen gleich. Das bleibt nicht aus. Die alte Semmel nehmen wir auch nochmal mit. Wabbel, wabbel, wabbel. Oh Gott, ruckel, ruckel. Bin froh, wenn das durch ist hier. Liegt aber auch mit am Regen gerade, glaube ich. Ich glaube, der Regen haut hier auch gerade viele Frames weg. Oh nein, okay. Kaktusfrüchte. Weißt du noch, haben wir früher gesammelt ohne Ende Kaktusfrüchte und jetzt ballern wir die einfach weg. Hier, wegballern. Wegballern, einfach wegballern alles. Die Seeds können wir noch gebrauchen. Für oben. Ich packe die mal kurz in unsere Nahrungsetage und vor allen Dingen, ich sollte mal schlafen gehen wegen dem... Regen. Ich hasse Regen Minecraft so sehr inzwischen. Der ist so übertrieben einfach. So, warte, warte, warte. Ich gehe kurz pennen. Ich hoffe, es ist Nacht. Das wäre ärgerlich, wenn nicht. So. Und hier unter den Karten, das kriege ich übrigens immer noch. Unter den Carpenter-Blöcken checkt er immer noch nicht, dass es dann nicht durchregnen kann. Und weil der, guck mal, weil es hier jetzt rund ist, kannst du da durchgucken auf dem Dach. Ich glaube, ich mache die runden Dinger wieder aus. Also bei aller Liebe, nee, komm. So geil ist es jetzt auch nicht. So, bei den Rest können wir mal gucken, was wir noch machen. Rising Souls. Oh, ich habe, glaube ich, habe ich schon wieder nicht aktiviert, habe ich schon wieder nicht, habe ich schon wieder verpasst? Round Locks. Nein, Falls. So. Und da sind sie wieder normal. Jetzt kann man auch nicht mehr durchgucken. Jetzt sieht alles normal aus. So. Ha. So. Okay, der muss ganz kurz eben wieder ganz kurz wieder alles aufbauen, weil wir jetzt die Bäume wieder eckig haben. War jetzt schön genug, die paar Tage, die wir jetzt runde Bäume hatten. Aber jetzt geht's aber wieder so. Was war das denn gerade? Habe ich gerade ein Schwein gehört? Oder war das Schnucki? So. So, dass es so neblig ist, liegt am Shader. Schnucki ist gerade... Was war das denn? Die Frau ist mir... Ist mir ein Mysterium. Die Frau ist mir einfach ein Mysterium. Ich habe keine Ahnung, was die macht. So, warte, warte, warte. Dann gehe ich nochmal kurz nach unten. Ach nee, hier sind nur Nahrungsmittel. Wir müssen ja auf das Braune. So. Und da müssen wir nochmal kurz gucken. Den Wassereimer brauchen wir nicht mehr, aber die können wir jetzt gerade brauchen. 39 Stück haben wir noch, das ist gut. So. Ich würde das gerne so machen, dass wir dann quasi hier rauskommen, sozusagen. Ne? Dass wir dann quasi in der Schmiede erst geht die Treppe nach unten. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten bauen. Das hier kann jetzt erstmal alles weg. Ich würde auch nicht mehr Carpenter und so großartig. Wir müssen leider alles wieder weghauen. Tut mir leid. Schade für die Drogenküche, aber... Die Welt ist im Wandel. Ihr wisst ja, wie es ist. Gerade bei Minecraft. Immer mal wieder alles ein bisschen wegbauen. So. Bin ehrlich gesagt ganz froh, dass das Drogenlabor war immer so ein, ja... War immer sowas Geduldetes. Irgendwie war halt nie fertig gemacht. Es war einfach nur im Keller irgendwas Dreckiges, wie es halt so ist.
So. Das kommt alles weg. Eigentlich wollte ich hier Lampen drauf haben, also Licht drauf haben, ne? Glowstones einmal komplett rum. Aber das machen wir eh in der Vault. Da haben wir die gleiche Felderanordnung, also so mit diesen Treppen an den Seiten. Und das sind alles Carpenter-Treppen. Wenn wir da dann Glowstones draufsetzen, dann haben wir quasi zwei Reihen Beleuchtung von unten jeweils. Das könnte richtig geil aussehen. Also richtig top. Das müssten wir eigentlich mal austesten. Das müssten wir mal austesten. So, diese Innendinger hier lassen wir mal. Finde ich ganz gut. Also diese Einkerbung in der Wand, die lasse ich mal. So. Da, 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 da. So. Da kriegen wir einen ganzen Arsch voll Carpenter Treppen. Ich kann ein bisschen dauern. Und wir müssen danach natürlich auch noch das andere Dingens da. So, warte. Die Erde und so muss man danach natürlich auch noch alles abschießen. Ach, ich weiß noch, als wir die in der Vault hätten gebrauchen können. Jetzt haben wir in der Vault natürlich alles fertig, glaube ich zumindest, dass alles fertig ist. Ich bin mir nicht mehr so sicher. So. Und es ist ja immer so. Es ist ja immer so. Manchmal braucht man eben auch mal ein bisschen Änderung. Sonst steht man nämlich immer auf der Stelle. Und auf der Stelle stehen ist schön, ist manchmal beruhigend vor allen Dingen, aber es muss dann auch mal irgendwann wieder weitergehen. So. Außerdem ist unser kleines Drogenexperiment hier aufgeflogen. Und wir müssten sonst flüchten, deswegen reiße ich hier alles gerade ab. So, Slaps kriegen wir auch wieder ein paar. Ding, ding. Di, di, di. Di, di, di. Oh. Di, di, di. So, ich guck mal ganz kurz. Okay, wir haben einiges an Karten, dass der ist wieder zugewonnen. Jetzt nochmal ganz kurz das hier alles weg. Boah, das dauert aber. Ui, das dauert. Heilige. Das kann ja lustig werden. Und sonst so? Alles gut? Oh Gott. Oh Mann, oh. Boah, hätte ich jetzt bloß schon Tinkersachen, dann können wir hier viel schneller abbauen. Hätte ich bloß schon Tinkersachen, dann können wir jetzt aber leider, ja, schade. Schade. So. Ich würde sagen, die ganzen Drogen, die wir hier angebaut haben, die packen wir hier nachher hinter das Haus und zünden die alle an. Und die Rauchwolke zieht dann in Richtung NPC-Dorf. Was meinst du, wie glücklich die sind? Die schenken uns alle ihre Emeralds. Das wird passieren. Genau so wird's passieren. So. Boah, Alter. Wie lange das dauert. Ich erinnere mich noch an die erste Folge. Ja, wir haben Zeit. Wir lassen uns Zeit. Wir sind ganz gemütlich. Oh, das dauert jetzt mal. Lalala. Ist das wieder Rondo Veneziano oder wie der heißt? Pavarotti? Nee, weiß ich schon. So. Aber ehrlich gesagt ist ganz angenehm, die Sachen auch mal hier so ein bisschen. Einfach so ein bisschen in Ruhe zu machen. Finde ich auch mal ganz angenehm gerade. Ich könnte jetzt nebenbei was trinken einfach. So. Ich bin dafür, dass wir uns vielleicht bei Minecraft noch irgendwie so eine Mod installieren, mit der wir vielleicht Pflanzen noch genetisch verändern können. Genetik, irgendwie Minecraft Genetics oder sowas. Ja, dass wir dann quasi noch ein eigenes Biolabor machen, wo wir Pflanzen miteinander kreuzen können, denen vielleicht noch andere Sachen angedeihen können und sowas. Das wäre natürlich auch super. Ist es nicht so? Ist das eigentlich wahr? Oder ist das mehr so ein Mythos, so ein beliebter Mythos? Dass der originale Mais eigentlich blau war und nur gelb gezüchtet wurde? Dass originale Mais eigentlich blau ist und dann gelb gezüchtet wurde, weil der appetitlicher aussah. Das wollte der Tobi gerne wissen, der ist ja ein großer Maisfreund. Nee, aber habe ich, ich weiß nicht mehr, ja, ist schon lange her, lange her. Aber stimmt das eigentlich? Hat mich immer interessiert. Stimmt das? Ich kann mir Mais blau gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Dass da irgendwo, und selbst wenn, dann hätte es auch viel mehr blaue Maisfelder gegeben. Ich
hatte da irgendwie, aber ich glaube nicht, dass es wahr ist. Ich habe das nie so richtig geglaubt. Hätte mich nur interessiert, weil es fiel mir gerade so ein. So. Kannst du ja gerade mal googeln, ob der originale Mais eigentlich blau ist. Würde mich mal interessieren. Und Karotten waren früher dunkelviolett. Das finde ich aber schon wieder krass. Ich weiß nicht genau, ob ich so, ne, so gefärbte Sachen, das ist ganz komisch. Man assoziiert als Mensch, oh, ich muss kurz husten, als Mensch assoziiert man so frische Farben, ich huste doch nicht. Frische Farben immer mit so einem satten Grün, ein sattes Gelb, lalala. Aber was Blaues? Aber so was Blaues? Ob ich das essen würde, weiß ich nicht. Da würde ich mir vorkommen, als würde ich Schlumpfhoden essen. Das ist nicht so gut. Oder Popcorn aus Schlumpfhoden. Aber es ist merkwürdig, wie der Mensch drauf gedrillt ist. Vielleicht auch nur der westliche Mensch, man weiß es nicht. So drauf gedrillt ist, dass das und das ist frisch, das und das dann nicht. So und so muss es aussehen. Und sonst ist es das nicht. Komisch. Außer Blaubeeren. Blaubeeren ist eine Ausnahme, Blaubeeren. Aubergine ist ekelhaft. Aubergine brauchen wir nicht drüber reden. Aubergine ist einfach Wasser mit Fruchtfasern. So, Obstfasern, Entschuldigung, Frucht. Gut. Wie machen wir es hier? Jetzt wird's lustig. Oh, da komme ich gar nicht mehr hoch. Ich mach mal erstmal den hier. Ja, nein. Ah, okay, das hatte ich so gemacht. Ja, ja, ja. Was ist los? Was ist das? Der Slab kommt weg. Macht erstmal so einen hin. Ich hole mal kurz das Zeug. Wir werden viel, viel mehr brauchen. Ich will mit der Schmiede natürlich nicht übertreiben. Ich will mit der Schmiede nicht übertreiben. Gartenzoll, pass auf. Gartenzoll, naja, das bringe ich jetzt mal manuell weg. Hab keinen Bock zu warten. Das geht ja auch ganz schnell. So. So, hier ist unser Gartenzoll. Mit Gartenzoll, das finde ich geil. Brauchen wir nicht mehr gießen. Haben wir wieder was Unsichtbares? Nein, sehr gut. Die Carpenter-Stairs, das können wir auch mal schnell ablegen. Die brauchen wir gerade auch nicht. Die sind, glaube ich, in der Schmiede auch eher ungünstig. Das kommt auch nochmal rein. Diese Wedge-Slopes hoch. Und die Slabs. Oh Gott, wir haben zwei 64er-Stack-Slabs und wir brauchen die eigentlich gar nicht. Komm, pack ich auch mal weg. Hier waren Bäume, ne? Braun. Ja, siehst du? Das mit dem Farbmarkierung geht gut. Und die Dinger, ja. Ja. Die müssten eigentlich hier rein irgendwo. Ich baller die erstmal hier rein. Das kann ja dazwischen den Folgengrong später sortieren. Oatseed, Beetseed. Beetseed haben wir nämlich schon. Oh, egal. Ist abgeschlossen. Müssen wir später nochmal anders machen. Rutabaga Seed. Da. Parsnip Seed. Was ist denn da los? Parsnip Seed. Haben wir hier Parsnip Seed? Rutabaga, lalala, lalala. Haben wir das schon? Parsnip Seed, da oben war es doch. Das ist ein Parsnip Seed und hier Scallion Seed, einfach in grün. Haben wir hier auch. Der da wahrscheinlich. Gut. Haben wir die Seeds auch schon mal weg. Sehr, sehr gut. Die Pipes. Cobblestone Transport Pipe. Was ist das? Nein, die Pipes sind ja gar nicht mehr hier. Wir haben die Pipes ja gar nicht mehr hier. Da waren übrigens die Tische drin. Okay, gut zu wissen. Wir haben die Pipes ja gar nicht hier. Die Pipes waren hier hinten, ne? Du geiles Pipes-Bild. Guck dir das mal an, dieses geile Pipes-Bild hier. Cobblestone Transport Pipe. Nein. Ja. Aber die Pipes, hätte ich doch alles in die Kiste schmeißen können, wäre man wahrscheinlich schneller gewesen. Sag mal. Hä? Wie?
Alter, woher? Oh, das war so süß. Das guckt einen so süß an. Aber woher? Woher kommst du denn? Wo kommst du her? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Wand, Boden, Decke. Wo kommst du her? Hier ist nichts. Wo kommt das Schwein her? Hier ist auch nicht der Durchgang und hier kommt man ehrlich gesagt auch nicht runter. Da kommt man auch nicht durch. Wie kommt das Schwein hier nach unten? Etwa hier durch? Durch diese eine Lücke hier? Habe ich noch? Kann ich? Ich meine, geht das? Komm mal mit! Ja, komm mal mit! Ja. Geht das? Auch wenn ich das hier durchziehe irgendwie? Da geht die Leine einfach kaputt. Oh, wir haben eine Leine kaputt gemacht. Oh, die liegt jetzt hier. Okay, komm. Komm mal mit. Komm her. Durch die Tür. Durch die Tür. Das ist eine Tür. Komm her. Nein! Was machst du? Schwein! Alter, Schwein! Dummes Schwein. Komm her. Durch die Tür. Durch die Tür. Durch die Tür! Es ist eine fucking Tür. So, halt, bleib stehen. Komm, ich schieb dich mit deinem dicken Schweinearsch durch die Tür. Da durch die Tür. Geh durch diese verdammte Tür. Ich töte dich und deine Nachfahren. Geh durch diese Tür. Es handelt sich offenbar um ein dummes Schwein. Das ist eine Tür. Funktionsweise der Tür. Man geht durch. Es ist schon süß. Es ist schon süß. Wenn ich dich da als Schnitzel durchpresse. So, okay, pass auf. Wir machen das mal anders. Pass auf. Ich gehe mal ganz kurz hier lang, denn die Leine wird gleich wieder reißen. Dann hebe ich die wieder auf. Leine. Ja, yeah. Nicht darunter fallen. Ja, ich weiß auch nicht. So. Bacon ist am Start. Bacon ist am Start und wir werden Bacon natürlich später noch dementsprechend. So, Tür. Ja, genau so habe ich mir die vorgestellt. So. Nein, mit Soapstone war das. Einmal wieder Soapstone drauf. Zack, zack. Wieso geht die Tür von alleine auf? Und was macht ein Schnucki da oben wieder? So, ich mache die jetzt so, ne? Gittertüren. Was macht denn Schnucki da oben? Ich höre die immer mit der Tür klappen. Ich will das Schwein jetzt nicht bei den Schafen mit reinmachen. Ich würde das schon gerne. Ich würde das schon gerne behalten. Ich schau mal gerade. Pass auf. Ich schau mal gerade. So. Das Schweinchen. Also da kriegen wir doch bestimmt noch. Also da, das muss doch gehen, dass wir da vielleicht. Ich weiß, wir haben nicht so viel Platz.
Wir haben sehr wenig Platz. Nein. Habe ich nicht irgendwo Platz? Wo kann ich da hinnehmen?